Wenn der jetzt auch noch sagt, dass es mehr als eine Runde ist, echt, ey, der macht dich fertig dazu. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Und wir haben heute ein kleines, lustiges Spiel vor. Das ist so lustig. Guckt euch den Nisso an, wie der guckt, weil es so lustig ist. Hallo, kleine Stupsnase. Hannes ist auch am Start. Guckt euch Hannes an. Hannes sieht aus, als hätte er eine Sonnenbrille auf, weil genau dieser Balken vom Geländer ist über den Augen. Den Hannes haben wir zensiert. Genau. Wir haben nämlich schon mal so eine komische Bean-Bossel-Challenge gemacht. Das waren diese perversen Sorten von diesen Bean-Bossel-Dingern. Das ist wie Jelly Beans. Gibt's süß, gibt's sauer. Wir hatten diese ekligen Sorten mit Kotgeschmack und Pobel und Urin. Nein, die waren nicht dabei, aber trotzdem. Und es gibt hier auch die Flaming Five von diesen Bean Bossels. Ne? Ich feiere den Tisch und die Location gerade mega. Und das möchten wir jetzt mal aufmachen. Da ist nämlich wieder so ein Glücksrad drin, sozusagen. Und das sind fünf Sorten. Ja? Scharfe Jelly Beans. Ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar im Prinzip nur ein Zusatzpack. Das könnt ihr dann im Kindergarten verteilen oder so. Da steht die nochmal drauf. Ihr habt Sriracha, ja, Sriracha, ihr kennt ja bestimmt dieses Sriracha, Sriracha habe ich immer gesagt, diese komische Soße, die meisten beim Chinesen immer draufpacken. Das Grüne hier ist Jalapeno, ihr habt Cayenne, also Cayenne Pfeffer kennt man ja auch, Habanero ist dabei und Carolina Reaper. Karolinische Rippchen, das klingt aber auf jeden Fall sehr gut. Habe ich jetzt schon Hunger. So, hier auf den toten Hund mal das Zeug gelegt. Jetzt mal hier ausgepackt. Ja, der Sau ist auch noch ein Hund. Der Sauhund. Und jetzt gucken wir uns das mal hier an, wenn wir das aufmachen. Ihr macht nämlich hier den Deckel auf. Und dann habt ihr hier ein Tütchen verpackt. Und hier habt ihr die Spielscheibe, die wir dann drehen müssen. Ja. Das heißt, hier ist nochmal alles aufgezeichnet. Das ist auch hier laut mit Schärfegrad geordnet. Ich kann euch das mal so kurz zeigen hier. A Flaming Five, also Sriracha. Ja, warte, lass mich mal kurz filmen. Sriracha ist das mildeste, dann Jalapeno, dann Cayenne, dann Habanero und dann Carolina Reaper. So, dir gebe ich das, da kannst du dir das nochmal angucken. Ich will jetzt hier den Beutel mal aufmachen mit den Bohnen drin, damit ihr seht, dass das halt wirklich original so ist. Die und die sehen gleich aus, das geht schon mal nicht. Gucken. Was denn? Hier in der Mitte und die ganz rechte. Nee, die Cayenne ist doch dunkler als die Carolina Reaper. Die ist so richtig weinrot und die andere ist eher so kirschrot. Sieht man hier auch, hell, dunkel, aber das sehen wir gleich, wie es ist. Wenn ich jetzt dieses vollgepisste Tütchen aufkriege, ja. Wir füllen es mal hier ein. Unsere Jelly Beans. Der Ismo muss dann, wenn er verliert die erste Runde, muss er die ganzen Jelly Beans auf einmal essen. Wollen wir die Drehscheibe jetzt auf den Tisch packen hier oder wollen wir die hier drin lassen? Lass die drin, das sieht doch geil aus, oder? Ja, lassen wir drin. Gut, ich würde sagen, Ismo, möchtest du die erste Runde anfangen oder soll ich? Ich fange an. Gut, dann stellen wir das jetzt in die Mitte. Du drehst also einfach. Eine Runde mit. Jetzt du weißt, klar, wie das geht, ja. Du drehst einmal und dann das, filmst du jetzt? Ja, ich bin auf dem Dings und das, wo es drauf zeigt, das isst du dann. Sriracha, das ist das mildeste. Also, gönn dir, so wie es aussieht, diese. Weil die andere ist ja ein bisschen heller. Das ist doch das Schärfste. Nein, die ist doch heller. Guck doch mal. Das ist heller und das ist ein bisschen oranger. Ja. Es riecht Ratscha. Probier mal. Sag dann mal, wie es schmeckt. Der Ismo mag nämlich nichts Scharfes, deswegen sind wir mal gespannt. Er hat auch einen Eimer neben sich, aber eigentlich ist das doch, weiß ich nicht, das müsste doch eigentlich gehen. Aber einer, der nicht scharf ist, der hat halt dann Haut richtig zusammen. Er hat auch einen Wodka-Stammball vorher getrunken. Ah, ja, das geht schon. Da brennt eh alles innerlich. Und, na, schmeckt noch Pfirsich oder was? Zum Aushalten, oder? Mhm. Merkst du denn, dass was scharf ist? Ist okay, ist nicht okay, sonst was? Jetzt chill halt mal.
War's halt mal. Nein, dann zieht sich's wieder so. Das muss ich entfalten. Ja, das ist jetzt noch okay, vielleicht. Ich glaube nicht, dass das aber danach noch kommt, wenn dann müsste das beim Zerkauen eigentlich sein. Hannes, so, willst du mal? Ja, es ist, also ist okay, Carolina weil Reaper, diese Sriracha-Soße, die ist doch auch in Ordnung, die kann man doch auch trinken. Und es ist Carolina Reaper, jawohl. Das sind die roten, ja. Die da hier, oder? Die einen sind wieder so halb durchsichtig. Ich glaube, Cayenne ist dieses. Und dann müsste Carolina wahrscheinlich das hellere mit sein. Ja. Im Endeffekt war es jetzt Cayenne, Kai, ja Nachtpfeffer. Nix. Ja, ich liebe es. Hannes freut sich, aber beim Iswo, ja, Iswo hat schon gepfiffen jetzt, also. Ja, film mal woanders jetzt. Das ist richtig geil. Nice. Also das kannst du jetzt immer auf den Hamburger draufpacken, sozusagen. Nee, aber... Solange der Hannes da rummacht. Ja, das kommt nachher noch. Ich drück mal hier schon mal drauf. Angenehm, ist richtig und hab Jalapeno. Na, das ist eindeutig, weil die ist grün. Es gibt nur eine grüne Sorte. So. Hauen wir uns mal kurz so ein Jalapeno rein. Also die esse ich ja auch gerne immer auf den Saps, die ich getestet habe. Immer mit Jalapeno drauf und sonst wo. Jalapeno. Ich muss sagen, die sind gut. Top. Top, die Latte quillt. Ey, das hat aber den, das ist nicht einfach scharf, es hat trotzdem diesen richtigen Jalapeno-Geschmack. Ja. Also wie wenn du ein Gläschen... Pfefferonen sind ja auch so ähnlich, wie wenn du wirklich ein Gläschen Pfefferonen aufmachst und da reinbeißt. Deswegen lasst euch nicht abschrecken, das ist nichts Süßes oder so. Das kann man auch original auf einen Burger draufklatschen. Das hat ein bisschen Süße danach, aber es hat wirklich diesen Jalapeno-Geschmack. Ja, aber das ist bloß der leichte, kurze Geschmack von dem Süßen, aber dann haut es richtig gut rein. Also, das gefällt mir. Iswo, möchtest du noch mal eine Runde drehen? Ich mach mal fertig, es hat auch jeder eine gemacht. Immer mal zu gucken, wie es dran ist, was dran ist, was du bekommen würdest. Ich mach dir ein Angebot, wenn du eine Carolina Reaper kriegst, dann esse ich sie für dich. Was ist das? Das ist die schärfste. Dreh doch einfach mal. Und dann guck doch erstmal, was es sein würde. Und wenn du nicht willst, dann willst du halt nicht. Ja. Dann gucken wir halt nochmal weiter. Denn ja, wieder. Was? Wieder Sriracha? Ja. Dann geht's doch. Und das war jetzt was? Das war die, also müsste dann diese... Helleren sein, glaube ich, oder? Also die hier, die so ein bisschen durchsichtig ist, oder? Ja. Willst du die noch oder nicht? Die sind doch ganz mild für dich. Ja, dann film doch mal jemand anders, solange ich das hier kurz esse. Ja, dann Hannes, du kannst ja schon mal drehen, damit Reaper, das nicht jetzt 10 Jahre geht. Reaper. Ich meine, ich würde ja gerne mal alle Sorten durchprobieren, deswegen... Ach nein, nicht ist doch, das. Ist doch. Nee, ist da drüben. Ist Cayenne. Auf, Cayenne. Darf ich trotzdem die Reaper? Cayenne ist das Gegenteil von Carolina Reaper. Das sind die dunklen, das sind die da hier, oder? Das sind die da hier, oder? Ach, nimm dir einfach eins raus, ess was du willst, dann blickt eh keiner mehr durch. Okay. Das ist das Problem, was ich manchmal habe. Die Carolina Reaper habe ich jetzt genommen, also. Das ist das Problem, was man hat, dass man eh meistens nicht erkennt, was ist. So, und wir haben, aha, Sriracha. Das müsste ja jetzt das sein, was der Iswo gerade hatte, dass man so ein bisschen durchsichtig ist. Die müssten jetzt milder sein als Jalapeno. Gucken, ob man einen Unterschied merkt und ob das nach dieser chinesischen Soße schmeckt. Original. Ich finde diese komische China-Chili-Soße ist immer so ein bisschen, hat so ein bisschen so Erde. Schmeckt nach Erde. Ja. Erde, ein bisschen säuerlich, sonst was. Ich finde genau diesen Geschmack auch wunderbar getroffen. Der ist, wo wir bestimmt jetzt eine Runde aussetzen. Und da willst du mal drehen und gucken, was kommt. Ja. Tu dir keinen Zwang an. Ich will nur nicht, dass ich das so extrem ziehe, deswegen. Hannes, dann dreh mal noch eine Runde und. Ich glaube, danach würde ich vielleicht doch mal die ich noch nicht hatte. Jetzt hast du deine Lieblingsding. Er hat schon wieder die Caroline. Also, was ist denn da mit euch los? Erzähl doch mal. Das ist doch irgendwie. Ja, ist doch irgendwie, ne? Ist die hier? Keine Ahnung, das ist halt das. Ja, schmecken ja alle gut. Hannes, er frisst sie einfach weg. Oh, Carolina, dann ist das die so, das müsste dann also nicht... Die ist dunkel, die ist hell. Passt das? Dass die Cayenne heller ist und das daneben also die Reaper. Carolina. Aber sehr nice. Muss ich was wir auch immer bei der Adi-Soße haben. Ich muss sagen, ich fand die Jalapeno trotzdem
schon scharf. Ja? Also nicht so, dass ich jetzt brechen muss und gleich mir die Augen drehen und ich tot bin, aber... Das sind die grünen, gell? Die grünen, genau. Darf ich mal, ne? Probieren wir mal. Bevor ich hier drehe. Darf ich die? Ja, dann isst mal fix eine. Der Hannes, der kriegt den Mund nicht voll. Guck. Ja, dann muss ich echt sagen, die haben echt den Geschmack von Jalapeno. Aber die Reebok schmeckt mir wesentlich besser. Bin ich mal gespannt, ich habe das schon von anderen YouTubern gesehen. Da haben sie einen im Mund und... Oh, Bro, Bro. Alles Schauspieler. Oder die können halt nichts ab. Vielleicht soll ich die Schnauze halten, vielleicht fliege ich gleich vom Balkon, weil ich probiere jetzt auch mal die Carolina Reaper. Ich habe immer noch die Sriracha im Mund kleben. So. Wenn nicht sie mag, dann magst du auch. Bei der ist es aber versteckt. Ja. Ich habe jetzt gekaut und gedacht, hey, das ist doch komplett süß. Aber danach merkst du. Und plötzlich kommt es wirklich von hinten tief aus dem Rachen hoch und wie ein Feueratem kommt das da reingeschossen und sehr überrascht dich. Ich mag's. So, Habanero und Cayenne bräuchte ich noch beim Habanero. Das müsste, glaube ich, dann jetzt das sein. Hast du schon Habanero gehabt? Nein, Habanero habe ich auch noch nicht gehabt. Das Einfach nur mal zum Gucken, wie der Geschmack ist, ob die so schmecken, wie die schmecken sollen, ob das jetzt wirklich so Habanero ist. Immer noch die Caroline auf der Zunge. Bon Appetit. Da merke ich gar nichts mehr. Und kommt, glaube ich, auch erst später. Nee, da merke ich gar nichts mehr. Du hast immer noch die Caroline auf der Zunge. Ja, immer noch. Ja, ich merke, dass die Nase anfängt zu rotzen. Ja, das ist normal bei sowas. Das heißt also, sie haben trotzdem eine Funktion. Ja. Auch wenn wir jetzt nicht sagen, ah, man hält es gar nicht aus, du merkst trotzdem die Schärfe. Das finde ich eigentlich ganz gut. Cayenne bräuchte ich noch. Das müsste das. Cayenne, das müssten die dunkleren dunklere sein. Das müssen die dunkleren sein. Cayenne ja, hatte ich Cayenne, da bin ich auch nochmal mit dabei. Bei Cayenne bin ich auch nochmal mit dabei. Ja. Oh, dann zum Wohl. Ja. Guck mal, da ist mal ganz gläserige Augen. Er versteht nicht, was hier jetzt abgeht. Du hast gerade das gesagt, was ich gedacht habe. Warte. Ich sehe das an deinen Augen, Kollege. Ja, Cayenne. Ist halt wirklich so ein Mittelding. Ja. Muss man sagen. Das ist noch sehr, sehr, sehr gut. Aber ich glaube, die Caroline und der Habanero, die überdecken das noch ein bisschen. Ja, weil ich glaube, das nicht so gemerkt. Wenn die Anna am Arme gehabt ist. Ich würde sagen, zum Hannes, zum Abschluss würde ich gerne einfach mal alle 5 Sorten mit einmal nehmen. Von dieser Sriracha. Also das, was da ein bisschen heller ist. Da kennt wieder nichts. Sriracha. Grüne, ich habe ja schon alle 5, oder? Habanero vielleicht. 4 sind es, oder? 5. Eine grüne, eine rote und eine. Nee, ich habe daneben und eine dunklere. Also das sind jetzt. Gibt mir auch eine? Nee, oder? Alle 5 Sorten theoretisch. Die grüne, ihr seht jetzt deutlich den Unterschied, ja? Die ist ein bisschen dunkler, die ist ein bisschen heller, so rosa, die sieht komplett gelb aus auf einmal auf der Kamera. 1, 2, 3, 4, 5 müssen es sein. Habe ich da noch eine? Hier, die. Ah, die da hier. Jetzt hat. Oder? Ja. So, Hannes, genau. Hau weg den Scheiß. Hm. Hannes, der merkt eh nichts mehr. Er merkt bei mir schon, ich krieg schon so Blasen im Hals. Durch die Speichelbildung. Wir probieren einfach jetzt alle 5 Sorten zum Abschluss. Und finde ich aber gut. Finde ich besser als diese komischen Ekelgeschmäcker. Weil das ist halt alles so künstliches, komisches Zeug. Aber da merkst du... Das Einzige, aber hier was ist halt scharf. Es sind die Jalapenos. Groß. Den Geschmack von Jalapenos. Aber sonst merkst du ja gar nichts. Weil hast du da zuerst drauf gebissen? Ja, wahrscheinlich. Ja, schade. Ihr seid doch krank, ihr zwei, ja? Das denkst du dir jetzt, gell? Also cooler Karton auf jeden Fall. Und noch ein extra Pack dazu.
Jetzt weiß ich schon, was ich Isma zum Geburtstag schenke, das nächste Mal. Wenn wir uns in 2 Jahren sehen. Nee, aber ja, das ist halt noch alles übrig jetzt. Ich habe von den anderen, von diesen komischen Ekelsorten, habe ich auch noch fast die ganze Packung da. Das isst man ja nicht so abends zum Fernsehen, einfach als Snacks. Warum isst du die jetzt nicht noch fertig? Na, die muss ich jetzt verlosen, jede einzelne Bohne. Nein, Spaß. Also ich merke wirklich trotzdem, weil das, auch wenn du die jetzt essen willst, du willst nichts mehr spüren. Das ist ein großes Problem. Wieso? Ja, weil du schon... Es rutzt, es schleimt, es sappert, es... Aber es ist es passt. Ja, aber... Finde ich eine gute Sache. Danke, Isma, trotzdem, dass du mitgemacht hast. Ja. Hannes isst ja sowieso immer scharf. Ich auch gerne, Hannes aber mehr als ich. Isma... Gar nicht, deswegen würde ich sagen, war es das eigentlich mit dem Video. Respekt vor allem an der ISO, dass er überhaupt mitgemacht hat. Also, muss ich auch sagen. Wenn ihr das kennt, könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr auch schon mal die Flaming 5 Challenge gemacht habt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ah, das trinkt jetzt schon, ja.